Nur noch eine Folge, so heißt das neue Buch von Michael Mittermeier. Noch immer beschäftigt ihn das Fernsehen. Fernsehen ist für Michael Mittermeier alles, auch Netflix, Sky oder andere Streaming-Anbieter, weil er schaut es ja im Fernsehen. Und wir erfahren viel über seine Helden, Mr. Spock, Dr. McCoy und auch Pippi Langstrumpf. Pippi war auf eine Art und Weise die Greta unserer Kindheit, weil sie auch freitags nicht in die Schule gegangen. Pippi war nicht so ein Weichei, nur freitags verfügbar. Future, sondern ganze Woche für Future. Also die ist die ganze Woche daheim geblieben. Ewig wird mir dieser Satz hängen bleiben, sich gefragt wurde, so wie dann Annika sagte, aber Pippi, Mathe ist doch wichtig. Und dann sagt Pippi Langstrumpf, ach, wer braucht schon Plutimikation? Und ich finde, in diesem Satz ist alles drin. Und dann guckst du dir heute Germany's Next Topmodel an, denkst du, Freunde, wirklich? Gib mal all den Mädels, die da sind, so eine DVD-Box Pippi Langstrumpf. Ich glaube, es würde anders ausgehen. Wie hat es Michael geschafft, Tom Cruise mit nur einem Witz von der Wetten, dass Couch zu vertreiben? Warum schaut er gerne mit seiner Tochter Fernsehen? Und wie war es, seine großen Helden zu treffen, Jerry Lewis und Mr. Spock-Darsteller Leonard Nimoy? Das erfahren wir in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Michael Mittermeier. Servus. Es ist keine einfache Zeit im Moment und ich konnte wirklich jetzt mal lachen, weil ich habe dein Buch gelesen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das freut mich sehr, weil so soll es auch sein, dass ich mache ja Unterhaltung, natürlich auch mit Haltung, aber es war mir ein großes Anliegen, weil als ich das ZEPT-Jubiläumsprogramm letztes Jahr gemacht habe zum 25-Jährigen, das Special, mit dem ich ja immer noch live auf Tour bin bis zum Sommer, boah, da sind so viele Serien, so viele neue Sachen, die kriege ich gar nicht unter live, sonst dauert das Programm irgendwann 5 Stunden. Und dann hatte ich die Idee, boah, dann schreibe ich das auf. Und zack, und dann der Titel, nur noch eine Folge. Das haben wir ja alle immer, so dieses, hey, der TV-Junkie, komm, eine noch, einen Schuss ja. noch. Ach komm, ein, und dann ist die Nacht vorbei. Ja, und dann ist wieder böser Cliffhanger, wenn irgendeiner stirbt. Nein, da müssen wir jetzt die nächste Folge schauen. Ach, scheiße. Die Corona-Zeit war perfekt dafür, ne? Um viel Fernsehen zu schauen. Ja, ich sag's mal so, ich glaube, mit Augenzwinkern hab ich ja gesagt, habe ich geschrieben im Buch, stell mal vor, die Pandemie mit den ganzen Lockdown-Tetris, das wäre so 1980 passiert, in den 80ern, also 2 Fernsehprogramme. Ey, wir hätten uns gegenseitig, was wäre denn da passiert? Also die halbe Menschheit wäre nicht mehr zusammen. Nebenbei bemerkt auch, was man sieht, diese ganze Retro-Welle im Fernsehen. Weißt du, Wetten, das ist wieder gelaufen, der Zonk, 100.000-Mark-Show soll wieder kommen. Jetzt stell dir mal vor, einer ist 1981 ins Koma gefallen oder 82 und er wacht jetzt auf, dann gibt es eine Fernsehzeitung und dann sagt er, ja, läuft ja alles noch, hat sich nichts geändert. Was? Hast du eine Erklärung dafür, für diese Retrowelle? Also ich glaube schon, dass das, was ich letztes Jahr auch schon gesagt habe beim Programm immer, dass Fernsehen wieder ein bisschen mehr Lagerfeuer geworden ist, weil wir alle viel daheim waren, viel geguckt haben, im besten Fall, so wie wir zum Beispiel, also dass meine Frau, meine Tochter und ich zusammen auch Sachen gucken und voller Leidenschaft, dass es Serien oder Filme gibt, die wir so alle 3 unbedingt sehen wollen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, wenn du eine Tochter hast, die in der Pubertät ist, jetzt ist die 14. Mhm. Und, ja. Und das hatte schon was von, das fand ich von früher, wo man miteinander kommentiert, dann sagt, boah, morgen gucken wir die nächste Folge. Oder aber auch, wenn man miteinander natürlich auch, man guckt die Nachrichten, man guckt oder mal eine Doku, dass man sich auch über andere Themen unterhält. Und da hat natürlich dieser ganze Wahnsinn der Pandemie schon beigetragen, dass Fernsehen nochmal wieder ein, ja, was hätte man denn tun sollen? Klar, ich habe auch Bücher gelesen, aber es ist ja, also, du kannst nicht ständig Bücher lesen. Nichts sehen, aber deswegen habe ich ja ein Fernsehbuch gemacht. Das ist, ja. Hey, das ist der Killer, weißt du? Weil jetzt kann einer sagen, hey, ich habe ein Buch gelesen, aber eigentlich, glaube ich, wenn du mein Buch liest, hast du das Gefühl, hey, ich habe mir gerade irgendwie 20 Folgen von geilen Serien reingezogen. Und zu mir hat einer hat gesagt, also als Kompliment fürs Buch, der meinte, boah, das ist ein saulustiges Fernsehbuch mit echt hohem Binge-Faktor. Also das ist quasi so, hey, nur noch ein Kapitel. Oh, eins noch. Ja,
Und es ist also, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich so gelacht habe und besonders halt die Sequenzen, die Abschnitte mit deiner Tochter, also auch dieses Zusammenschauen und dieses Fragen von ihr. Und es ist ja auch nicht immer einfach gewesen wahrscheinlich, weil so Eltern, ich weiß, ich habe ja meine Kinder, meine beiden Töchter sind schon ein bisschen älter, aber wenn man sowas liebt, ja, was einem so viel bedeutet hat, dann will ich, dass das meine Töchter auch lieben. Das kennst du sehr gut, ne? Und das ist gefährlich. Ja, ist gefährlich, weil ich bin ja Raumschiff Enterprise, die alte, die Classic, die ist meine Lieblingsserie. So. Ja. Klar, meine Tochter kam irgendwann, hey, da gibt es neue Star Trek-Filme. Und ich so, ja, aber eigentlich müssten wir die Classic anschauen. Und dann habe ich so, boah, ich traue mich einfach nicht. Weil das Ding ist, wenn die das sieht, für die ist das halt wirklich so, Papa, was ist denn das für eine polnische Sperrholzschachtel-Verfilmung? Also, das ist doch kein Felsen, das ist ein Styropor-Ding. Ja, sage, nein, das ist ein echter Felsen. Und das ist die einzige Serie, ich habe mich da wirklich nicht getraut, bisher die bei Star Wars habe ich es gemacht, weil da kamen die neuen Star Wars Filme, aber da war es dann so, dass ich mir dachte, nee, du verstehst den Spirit der Handlung nicht, weil ich finde dieses Ganze, natürlich Jedi, Yoda, du musst das verstehen. Und dann habe ich sie gezwungen, die ersten drei, also ich sage, pass auf, wir gucken die ersten drei Star Wars Filme und sie so, sag ja, die ersten drei, Teil 4 bis 6. Was? Ja, so. Und dann meinte sie zu mir damals, das ist auch ein Originaldialog, sie sagt so, hey Papa, ganz ehrlich, die alten Star Wars Filme bei unserem Schulhof sagen alle mal, die gucken nur Jungs und alte Männer. Ich sag, pass mal auf. So. Und dann haben wir das geguckt und ich werde mich ewig daran erinnern. Also sie war so missmutig. So, ich muss jetzt Star Wars gucken. So, wir gucken. Am Anfang geht's los, die Musik. Die Schrift fährt nach oben. Sie sitzt neben mir, da guckt sie mich an und sagt, Papa, ist das ein Lesefilm? Oh, boah. Also, hey, das ist ein Kommentar, den könnte ich lustiger gar nicht erfinden. Ich habe es auch mal versucht. Ich habe ihm eine Folge Bonanza gezeigt. Das hast du vor mir und sagst, sag mal, Papa, ganz ehrlich, was der alte Dude mit drei Söhnen. Und dann war ja wirklich, ich habe ihr die Handlung erklärt, habe ich gesagt, pass auf, das ist ein alter weißer Mann, der hat drei Söhne von drei Frauen, die alle drei nach der Geburt verstorben sind. Und dann guckt die mich so an und sagt, echt jetzt? Wirklich? Das klingt aber mehr nach Serienmörder. Also, nee. Es ist so schön, weil die Jungen schauen einfach völlig anders auf so Dinge, die wir halt damals angenommen haben. Ja, Bonanza, cool, schießen ja. Du beschreibst es ja auch so, wie du es eben auch gesagt hast, ein 60-jähriger alter Mann lebt mit drei 40-jährigen Söhnen zusammen und zusammen noch mit einem asiatischen Koch. Also es hört sich ja sowas von skurril an. Und meine Tochter meinte, ja, sag mal, Papa, wirklich, das wollen die uns wirklich erzählen. Ist der Koch jetzt einer von denen, die normalerweise diese House-Stylings machen? Da gibt's ja jetzt, es gibt so eine Netflix-Serie, die Millionen auf der Welt anschauen. Und da haben wir Hast du mal reingeguckt? Ja, da habe ich auch schon, zusammen haben wir da reingeguckt. Und, also es macht Spaß, mit Frau und Tochter das zu gucken. Selber alleine würde ich jetzt nicht, also Nägel kauen, da sitzen, oh mein Gott, was wird wohl? Also, ich zeige dafür meiner Tochter nicht Frauentausch, weil das wird nicht funktionieren. Also das Neueste, wo selbst ich dachte ja, es ist jetzt alles gelaufen. Also jetzt ist wirklich, wir haben ein Fernsehen, das ist so, wenn man früher gesagt hat, Fernsehen ist Kiffen, ist Fernsehen heute Crystal Meth. Also das ist ja, also ich meine Bachelor Love Island, das ist ja unfassbar. Und als dann vor, ich weiß nicht, 3, 4 Wochen, sagte einer so, hey, neue Serie, prominent getrennt. Und ich dachte, der macht einen Joke. Ich dachte, er meint es lustig. Und dann sagt, und ich so, ey, boah, geiler Vorschlag. Wahrscheinlich, das wäre total geil. Die sind da bei der Geburt, werden die getrennt. Und 40 Jahre später heißt, hallo, das ist Hans, hallo, das ist Johanna. Und ihr dürft euch jetzt, ihr seid beide, jeder prominent und ihr müsst euch, er sagt, nee, das gibt's wirklich. Er sagt, wie, das gibt's wirklich? Boah, ich habe da reingeguckt, das ist, also, ja. Und ich muss ja meinen guten Freund und den ich sehr liebe, Sebastian Puffpaff, der neue Moderator bei TV Total, der hat ein Bit darüber gemacht und der hat einen Satz rausgefiltert, der mir auch aufgefallen war, deswegen sage ich es an der Stelle dazu, wo die irgendeine Challenge machen und er bei der Challenge, also
langt ihr, weil er sich an ihr festhält, an beide Brüste, also und hält, und es ist so, okay, sind die auch gar nicht mehr zusammen, die sollen aber zusammen spielen. Und dann sagt er am Abend beim Interview zu ihr im Zweiergespräch, deine Brüste haben mir so viel Kraft gegeben. Und er meint es ernst. Nee, also das kannst du nicht erfinden. Nein, das kannst du nicht erfinden. Deswegen, da hatte Puffy den perfekten Satz rausgefiltert, der mir auch, also nein, manche Dinge, ich meine bei Love Island oder sowas auch, weißt du, da sind diese haarlosen, gewachsenen, tätowierten, ich weiß nicht, Menschen, Wesen, also ich glaube, die sind alle aus dem 3D-Drucker und dann fahren die alle vor so ein, ich würde mal sagen, es ist so eine Art Barbie-Puff und alle flippen aus, oh, wie toll das aussieht. Und dann kommt so ein Vorspann, wo sie sich alle so räkeln und bewegen und du denkst dir, boah, Softporno ist on. Und dann kommt noch eine Stimme, ja, und sie müssen jetzt auf Love Island zueinander. Und denkst, oh, 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 creepy, creepy. Weil es hört sich an wie die Stimme von so einem Typen, der mit Trenchcoat vor dem Beate-Use-Shop stand. Und irgendwie ist das alles nicht real, aber und deswegen war für mich auch tatsächlich, das war dann auch so ein Kick in meinem Kopf, dieses, ja, ich erzähle gerne über das alte Fernsehen, aber ich möchte das neu eben, ich möchte diesen Spagat mit einbauen. Es soll jetzt nicht eben mittlerweile noch eine Folge Columbus, sondern ja, da muss auch Game of Thrones dabei sein. Dann muss auch, also, keine Ahnung, als dann, da lief gerade Squid Game an und ich war gerade in den letzten 2 Tagen vor der Buchabgabe und dachte, fuck, ja, irgendein Joke zu Squid Game muss dir noch einfallen. Muss noch rein, ne? Ja, Squid Game ist ja wie Germany's Next Topmodel, nur mit Splatter. Also, nur halt, der große Unterschied ist, dass es nicht heißt, ich habe kein Foto für dich, sondern wir haben nie wieder ein Foto für dich. Und ja, also wie auch immer und auch neue Serien mit den alten mal, weißt du, dieses Gegenüberstellen. Also und das fand ich dann so als Vorstellung schön und hatte da so einen großen Spaß, weil ich meine, überleg dir mal, dass heute meine Tochter, die mich gefragt hat, so sag mal, ist denn Bachelorette, ist das ein anerkannter Beruf? Und ich war so, was? Und sie meinte es, aber ich wusste nicht, dass es ironisch meint. Das war mein Problem. Ich dachte, die meint das ernst. Und ich war so, nee, Bachelorette, das ist so, also, und sie sagt, ja doch, der ist ein super Beruf, die hat eine Villa. Und sagt, nein, 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 die Villa, das sind ja lauter Mitbewohner. Sagt, ja, aber die zahlen ja wohl auch dafür. Sagt, nein, 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 nein. Und ich habe schon gesehen, oh, meine Tochter, demnächst im Dschungelcamp. Und ich so, nein, 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 tu das ist. Und dann meinte sie, hey, ruhig, chill, Papa. War nur ein Joke. Das ist natürlich großartig. Und das sind dann so, das Tolle ist, ich sag's, ich kann so Dialoge, ich kann die gar nicht erfinden. Und die fließen ja, die sind ins Buch eingeflossen und wir haben ja mittlerweile einen Podcast zusammen, diesen Familienpodcast, also meine Frau, meine Tochter und ich, Synapsen-Mikado, Gespräche mit einer 14-Jährigen. Es fing ja an mit 12, ne? Also, oder? Als sie 12 war, fing das an, erster Lockdown, wo wir alle irgendwie, wir waren daheim, wir haben jeden Tag 2 Partien Siedler von Catan gespielt. Mama und Papa haben zu viel Alkohol getrunken. Das muss man an der Stelle einfach mal offen dazu sagen. Hey, fuck, haben wir es weggezogen, oder? Ich meine, das muss man an der Stelle einfach, hey, ich weiß, Alkohol, ja, kann auch ein Problem sein und Ding und so, nur, hey, ich werde auch über sowas Jokes machen müssen und dürfen. Aber was mir dann da eingefallen ist damals, dass ich tatsächlicherweise, ich hatte meinen ersten richtigen Vollrausch, da war ich 12. Also, und das war ein richtig heftig Vollrausch. Und ich habe dann die Story auf der Bühne, weil ich es auf der Bühne erzählt, also alle trinken zu viel, mit 12 erst, Totenstille im Publikum. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war irgendwo im Norden in Hamburg oder wo, Totenstille. Und ich so, ja, Totenstille in Hamburg, was in Bayern an der Stelle alle, ja, er hat halt spät angefangen. Und daraus entspinnt sich dann wieder, was wir festgestellt haben, das habe ich auch im Buch, ey, bei Pumuckl, die haben gesoffen. Ist mir aufgefallen. Pumuckl hat... Bei Pumuckl? Ja, Meister Eder hat Pumuckl Bier gegeben. Es ist wirklich so. Oh, du, mei, Pumuckl, hast rote Haare, bist denn irre, du kannst saufen. Okay, her. Und es ist wirklich, in ganz vielen Folgen trinkt Pumuckl Bier. Und ich sage, Moment einmal. Und es gibt auch, pass auf,
Es ist total lustig. Es gibt eine Folge, die heißt Pumuckl und der Kirschlikör. Und da kommt die Nachbarin vom Meister Eder mit ihrem Sohn, kleiner Bub, keine Ahnung, 10 oder 11, und der hat Bauchweh. Ah, mir geht's so schlecht. Und dann steht der Meister Eder, und das ist jetzt original, sagt er, ja mei, da habe ich ja gute Medizin, dann nehme ich hier Magenbitter auf ein Stück Zucker. Wirklich, dann kippt er Magenbitter, das ist Alkohol, auf ein Stück Zucker. Also keine Ahnung, bayerische Schluckimpfung. Und gibt's dem Bub, der Bub nimmt es und dann sagt er noch, das ist aber lecker, kann ich noch einen haben? Und alle lachen und ich denke mir so, was ist denn hier los? Und ich meine, überlege mal, das kannst du heute gar nicht mehr machen. Also nee, also das ist auch wirklich, du hast ja schon euer Synapsen-Mikado erwähnt. Das ist ja so lustig. Und wenn, also du, man sieht ja nur dich, also es gibt es ja auch bei YouTube, ne? Also ich glaube, da habt ihr auch angefangen. Und was ich dir noch sagen wollte, also es ist so habe ich dich noch nie gesehen, weil du sprichst ja mit deiner Tochter, die man nicht sieht, die Lilly, aber man sieht dich. Und du siehst so voller Liebe aus. Ja, das tut's auch. Wie du richtig sagst, also die ersten Folgen habe ich ja aufgenommen, Synapsen Mikado, wo man mich sieht. Mittlerweile tue ich das nicht mehr, weil ich wahrscheinlich zu viel begeistert oder die Liebe in den Augen zu meiner Tochter, aber auch was von Anfang an so toll war, weil das ist ja spontan entstanden. Das war ja nicht eine lang gehegte Idee, jetzt müssten wir mal einen Podcast, sondern wir führen beim Abendessen, irgendwie haben wir immer geile Gespräche geführt über alles. Gott, die Welt, schwierige Themen, lustige Fernsehgeschichten, was haben wir gesehen, und haben gemerkt, dass Lilly, damals war sie eben 12, so eine andere Sicht der Dinge hat und zum Teil so eine manchmal ernst, aber dann wieder so lustig, und dann, wie ich vorher gesagt habe, diese Dialoge, das ist so toll, weil das mich auch dann unterhält, zum Lachen bringt, und dann war die Idee, boah, es wäre doch schön, wenn man einer 12 und jetzt mittlerweile 14-Jährigen einfach auf Augenhöhe zuhört. Und jetzt heißt es eben Synapse Mikado, Gespräche mit einer 14-Jährigen, ist quasi mittlerweile als Podcast, man sieht mich nicht mehr, vielleicht Gott sei Dank, und läuft halt auf allen Podcast-Kanälen. Ja, und läuft sehr erfolgreich. Ja, läuft super. Also wir sind ganz happy, das Schöne ist, wir kriegen so tolle Reaktionen. Also dass das tatsächlich auch, also A, hören es mal Mitarbeiter-Fans, die sagen, hey, ist lustig. Wir wollen mal sehen, ob das stimmt, was er da im Buch schreibt, so die Dialoge, die da drin sind mit der Tochter übers Fernsehen. Und das Zweite ist, dass ganz viele schreiben, ja, meine Tochter ist 12 oder 14 oder 16, wir hören das zusammen, oder mein Sohn ist 15, wir hören das, und der findet Lilly total cool, weil die so cool antwortet und so eigenständig in quasi ihre Welt schildert. Und was auch wichtig ist, ich meine, besonders in dieser Zeit, also die letzte Folge, die wir gemacht haben, war dann eine halbe Stunde über die Invasion Russlands in der Ukraine gesprochen. Wie geht es dann als 14-Jährigen, weißt du, wie spürt die, welche Angst ist denn da, weißt du so, und wir haben ja wieder eine, weißt du, meine Angst ist ja nochmal, oder die auch meiner Frau, wir sind kalter Kriegsgeneration. Ich kenne schon noch diesen Gedanken, naja, Nuklearkrieg ist nicht vom Tisch. Also auf der einen Seite sagst du, ja, das wird er nicht machen. Auf der anderen Seite, naja, guck dir Putin an. Der lebt nicht mehr in dieser Welt, und zwar schon länger nicht mehr. Also der spürt sich selbst null. Es gibt auch niemand mehr, der den um sich rum, glaube ich, normal ansprechen kann. Und das ist schon echt extrem. Und das ist auch wichtig, dass man über sowas spricht. Und trotzdem eben auch erlaubt, 5 Minuten später machen wir was Lustiges über Germany's Next Topmodel oder Fast and Furious, was wir gerade gucken, sind jetzt in Folge 6, kommt jetzt dann. Und liebe es, wenn meine Tochter das kommentiert, weil das ist wirklich, also
Ja, da kann ich als Comedian noch lernen. Mir ist dann auch als Tipp für alle anderen, ich meine, Pubertät ist schon eine eigene Zeit, muss man schon sagen, für Eltern, ja. Und, oh ja. Aber wenn man damit so umgeht wie du, ich kenne es vom Hören und auch vom Sehen, aber man spürt ja so richtig, wie du das genießt, wenn die dich disst. Also wenn die zum Beispiel sagt, Papa, du bist alt, du bist 60 und dabei warst du damals erst 53, weißt du? Also du kannst dich halt über dich selbst lustig machen und du nimmst es nicht persönlich. Ja, weil ich glaube, wenn man sich auf einer Humorebene so begegnet, das puffert ja auch einiges ab. Total. Also ich meine, ich fand das wirklich, ich glaube, es habe ich in dem Bonanza-Kapitel geschrieben, wo wir Bonanza geguckt haben, was ja wirklich, weil wir vorher gesprochen haben, und wo dann Lilly hat mir dann, das war letztes Jahr der 55. Geburtstag, da hat sie dann gesagt, jetzt bist du aber 60 eigentlich. Dann sage ich, wieso 60? Ich bin jetzt 55. Ich sage, ja, nach der 5 wird aufgerundet. Haben wir Mathe gelernt. Also sie hat auch immer eine Antwort. Und, die ist klasse. Und sie hat mir dieses Buch geschenkt. Also das finde ich schon sehr ironisch. Das hieß nicht alte weiße Männer, sondern alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Ja, ja. Und ein wunderbares Buch. Aber so als Geschenk von deiner Tochter. Und ich dachte, okay, ich lebe, ja, danke. Dann habe ich das gelesen, dann kam sie irgendwann an, und das ist auch ein Originaldialog, dann kam sie an, und Papa, wie ist das so? Dann sage ich, ja, das ist halt über alte weiße Männer. Sag ich, ja, steht drauf, Papa. Und dann sage ich, ja, das Problem ist, aber all die Interviews, die da drin geführt werden, diese alten weißen Männer, die sind fast alle jünger als ich. Und dann guckt sie mich so an und sagt, Papa, alle sind jünger als du, außer Opa. Es steht auch im Buch, es ist so, ja, also ich meine, das ist so köstlich. Weißt du, wie soll ich es erfinden? Und natürlich, ich habe den Dialog aufgeschrieben, habe den ins neue Buch rein, habe dann aber gedacht, ja, darf ich, und ich frage sie dann immer wieder mal, sage, hey Lilly, du, pass mal auf, also darf ich denn? Und sagt sie, mir doch egal. Und vielleicht verklage ich dich dann irgendwann mal auf Tantiemen, aber ansonsten mach doch rein. Und aber es ist, wie gesagt, ich glaube, Humor ist gerade eben auch, ist in Familien wichtig, weil ich meine, nimm die Pubertät. Das ist ja auch, wenn du es jetzt als Alien von außen betrachtest, als Alien-Wissenschaftler, wenn du die Pubertät studieren würdest, das ist ja kaum, die jungen Menschen, wo sie zum ersten Mal so Liebe haben, spüren sollen, zum ersten Mal sich kennenlernen, werden zum hässlichsten, pickelhaftesten Wesen in dieser Zeit überhaupt. Ich meine, was macht denn Gott also wirklich, Gott, du bist echt so ein Arsch. Ich meine, der saß doch da oben und gesagt, pass mal auf, Pubertät. Das ist so, die 14-jährigen Jungs, die dann zum ersten Mal ein Mädel ansprechen, hey du, ich habe zwar jetzt eine ganz komische Stimme, ich glaube, ich habe Pumuckl verschluckt, aber du bist echt hübsch. Weißt du, so, und sie so, warte, ich muss erst noch Pickel ausdrücken und dann bin ich bei dir. Also es ist Wahnsinn. Ja, und sie ist halt auch, man muss wirklich sagen, sie ist klasse. Also so, sie ist so, sie lässt sich von dir auch gar nicht beeindrucken, sondern sie hat ihre ganz eigene Art. Sie ist schlagfertig, ja, also ist sich dessen vielleicht noch gar nicht so bewusst, ja, und es ist, macht echt Spaß zuzuhören. Es ist auf eine Art und Weise, es ist ihr bewusst, dass sie da gut ist in dem, also wir Comedians würden sagen, im Roasten. Aber sie hat zum Beispiel überhaupt keine Ambition. Also keine Ambition, boah, ich möchte mal Comedian werden oder auf die Bühne gehen, das interessiert sie null. Aber sie weiß, dass sie das ganz gut kann. Und ich mag diesen Spirit, weißt du, dass es nicht aus Zwang passiert, sondern aus einer, weil sie es so spürt. Und ich muss ja sagen, bei mir war es ja ähnlich. Ich war ja auch nie der Klassenclown in dem Sinn, das wurde ich ja oft gefragt, sondern ich habe halt einfach tatsächlich erst gesprochen und dann gedacht, immer, auch in der Schule. Und da waren dann, klar, mal ein paar Lustige dabei, aber die Ausfallquote war schon sehr hoch. Aber ich habe es nie gewertet. Und ich habe dann auch später, als ich auf die Bühne bin, das hat mich letztes Mal einer gefragt, was habe ich denn gedacht, so willst du ganz nach oben? Da sage ich, nee, ich war eigentlich nur froh, dass ich eine Bühne finde, die mich engagiert, wo 10 Leute oder 20 Leute da saßen, wenn man Glück hatte, damals Mitte, Ende der 80er, das ist ja lange her, es gab ja noch keine Comedy-Industrie,
Und wenn die dann gelacht haben, dann war das für mich die Welt, weißt du? Aber es gab keinen Gedanken, ja, irgendwann stehe ich aber mal als Vorgruppe von U2 in der Waldbühne in Berlin und dann werde ich aber, also verstehst, es hat sich U2 nicht mal gegeben. Und insofern ist es schöner, wenn es in Anführungszeichen unschuldig passiert, weißt du so. Und die jungen Leute haben eh so viele Zwänge. Also es ist, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich damals, weißt du, wenn ich spielerisch sag, ich bin TV-Native, also Fernseh-Native. Meine Eltern waren Fernseh-Immigrants, weil die kannten noch die Zeit davor. Eben, ja. Wie ich immer lustig gesagt, mit Radio-Hintergrund. Mhm. Und ja. Meine Tochter ist quasi, die ist halt Digital-Native. So, wir sind auch wieder zwei verschiedene Generationen. Und ja, wie gesagt, es ist natürlich klar, das ist, manchmal sitzt meine Tochter auch da und guckt sich, also ich sag mal, also ein Tatort würde die nicht durchstehen. Echt? Nein, wenn ich das nicht. Das ist jetzt so langweilig. Wenn ich meiner Tochter einen Tatort zeige, ich muss ja selber sagen, pass auf, ich habe mittlerweile ein Bild gefunden für den Tatort. Der Tatort ist wie die Zeugen Jehovas. Die kommen an deine Tür und du willst nicht, dürfen wir mit ihnen über Gott und die Welt sprechen. Wir haben übrigens ein ganz wichtiges Thema. Diesmal ist es Klima und morgen ist es Sexismus und dann ist es das und dann ist es hier und dann ist es Mobbing und dann ist es hier und dann ist es Drogen. Aber es ist immer so schlecht aufs Auge gedrückt, wie so ein Wachturm. Hier ist unser Wachturm. By the way, ich bin Alkoholiker und Kommissar. Ich sag, nein, bitte nicht noch einer. Weißt du so? Und könnt ihr das nicht entspannter machen? Und da gibt's, also, ich habe gerade so einen so völligen Zombie-Splatter geguckt auf Netflix. All of Us Are Dead. Koreanische Zombie-Serie ist gerade. Also koreanische ja, ist ja im Moment sowieso der totale... Ja. Ich muss eins dazu sagen, pass auf, ich habe vor Squid Game, ich glaube, ich war der Einzige, der sich diese koreanischen Zombie-Klassiker schon angeguckt hatte. Ach, du hast den Trend ausgelöst, Michael. Nee, ich glaube es nicht, aber vielleicht war ich mit dabei. Also wäre ja. Schön zu... Nein, aber es gibt so ein paar richtig geile koreanische Zombie-Filme. Train to Busan zum Beispiel. Großartiger Film, völlig gaga. Ist wirklich gaga. Habe ich geguckt, dann gibt es einen anderen, der spielt danach, ist kein Teil 2, aber der spielt, der heißt glaube ich Pandemic, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe die aber auch immer auf Koreanisch geguckt, weil du kannst die deutschen Übersetzungen, das geht da gar nicht null. Weil ist so, weißt du, wenn beim Zombie-Film einer sagt, oh, jetzt hat er eben den Hals rausgebissen, das ist total uncool. So, es geht nicht. So. Ja. Und dann kam Squid Game. Ich muss auch sagen, das hat mich schon echt weggebeamt, weil das war so eine radikale Gesellschaftsstudie. Studie. Und by the way, entertaining und Splatter, ich saß so da und war so, wow. Weil so wie bei The Walking Dead, es ist ja eigentlich eine Studie, wie Menschen in Extremsituationen reagieren. Und es ist wahnsinnig unterhaltsam. Klar, es ist knüppelhart. Aber es eigentlich lernst du sogar, aber nicht mit diesem Zeigefinger. Eben, der Tatort-Zeigefinger, das ist so, nee. Weil ich mache die Tür ja auch zu, wenn die Zeugen über was sagen, Freunde, also, ja, sag ja. Gott einen lieben Gruß, alles gut. Ja, dieser Zeigefinger, diese ganzen Serien, oder auch wenn du dann diese Kommissare oder Kommissarin siehst, da ist halt nicht dieser Zeigefinger, sondern ich glaub denen einfach, dass die, und ich finde, das ist das Allerwichtigste, ich glaub einfach, was die mir da vorspielen. Ich meine, ich breche ein bisschen die Lanze, dass wir auch in Deutschland mittlerweile auch mit den, ich nenne sie alles Fernsehsender, für mich ist ja Netflix auch ein Fernsehsender. Für mich ist auch Sky ein Fernsehsender, weil ich gucke das ja alles auf dem Fernseher. So. Aber mittlerweile, es kommen auch ganz tolle neue deutsche Serien auf diesen ganzen Kanälen. Das stimmt, und, auch in der Mediathek. Oder auch in der Mediathek. Also es ist nicht nur auf den Streamern. Und wir gucken gerade ganz aktuell, Der Pass, die zweite Staffel. Es ist eine deutsche Serie. Aber Deutsch-Österreicher spielt eigentlich in Österreich und ist aber nicht von Deutschland gemacht. Wiedemann und Berg, großartig. Zweite Staffel auch wieder, hey, ohne zu spoilern, ist wirklich toll. Und es ist so toll groß gemachte Unterhaltung und die Bilder, das ist gedreht, das ist wie bei Dark auf Netflix, eine meiner favorite deutschen Serien der letzten 10 Jahre. Ja, da habe ich ein ganzes Kapitel im Buch über Dark, aber da war mir auch so, naja, Dark, welche
Serie oder welche Filme würde es geben, die mit Dark ein Battle machen könnten? Und dann war ja Matrix und deswegen battelt quasi Matrix mit Dark. Aber Dark ist auch so, da passt alles. Das ist unfassbar wahnsinnig. Die Drehbücher, wer das geschrieben hat, also die zwei da, dieses Paar, und die Bilder sind so toll, die Musik, ganz tolle Musik. Und wenn es dann bei uns immer heißt, ja, die ganzen Schweden-Serien, ja, wir haben schon auch, wir können schon mittlerweile auch ein paar hinlegen. Und guckt euch jetzt das Gute an. Ich höre immer von so vielen, im Fernsehen läuft nur Scheiße. Und dann sage ich, ja, was guckst du denn? Und dann sagt er das. Und dann sage ich, ja, dann guck dir halt was Gutes an. Und das Schöne ist ja, früher liefen ja die guten Sachen irgendwie um 10:30 oder 10:45. Und die kann man ja jetzt alle in der Mediathek gucken. Also man kann die guten Sachen einfach gucken. Du, ist ja egal, ist die neue Zeit und es ist ja auch cool. Also auch ich schaffe es nicht zu bestimmten Zeiten am bestimmten Ort einen Film meistens zu gucken, sondern bin dann total happy, wenn ich in die Mediathek gehen kann. Was weiß ich, zum Beispiel dieser tolle Vierteiler Geheimnis des Totenwalds, das ist glaube ich so letztes Jahr kam der, glaube ich, hat sogar einen Fernsehpreis bekommen mit Matthias Brandt, vier oder sechs Teiler, großartig, glaube ich, ZDF-Mediathek, also wirklich ganz, ganz toll. Und ich hätte das nicht geschafft zu sagen, ja, ich bin an dem Montag um 20:05 und dann wieder am Mittwoch und ich kriege das nicht hin. Und es macht natürlich schon, also dieses Bingen, dass du auch, wenn eine Serie dann, wenn sie dann auch auf der Mediathek oder auf den Streamern ist und du guckst so und dann kannst du dich eben entscheiden, es ist 10:30, du weißt, du musst um 7:15 aufstehen, deine Tochter hat Schule und dann so, ja. Noch eine Folge, soll man? Und gestern waren wir so weit und war so, er sagt, wie viel haben wir denn noch? Ja, zwei. Ich sag, boah, eine würde jetzt noch gehen, aber wenn wir die zwei gucken, ey, wer steht denn dann auf? Ja, okay, pass auf, dann gehen wir heute doch mal. Aber früher hast du das gemacht ohne Kinder. Ich meine, wir haben 24, die Serie 24, ey, die haben wir haben Freitag angefangen auf DVD. Wir haben am Freitag angefangen und wir waren meistens am Samstagnacht fertig. Und das, für die das nicht kennen, das waren 24 Folgen, knapp eine Stunde. Das ist echt eine Leistung. Boah, wir haben das super durchgeguckt, also bis zum Umfallen. Ja. Es ist, ja, aber das ist so schön, ja, wenn man das. Und es geht, die machen ja jetzt manchmal dieses zum Beispiel Suspicion oder jetzt machen sie manchmal so, oder Ted Lasso war ja auch so eine Serie, wo sie immer nur freitags die bringen. Und dann denkst du, was ist denn das? Ich will weitergucken, ja. Also das ist man gar nicht mehr gewohnt. Ich warte dann immer, bis alle Folgen draußen sind, weil ich bin das wirklich auch nicht mehr gewohnt. Also Ted Lasso zum Beispiel. Du lässt dich gar nicht drauf ein, auf einmal die Woche dann noch. Nein, keine Chance. Ich bin ausgestiegen. Ich habe deswegen zum Beispiel die Serie Lost nie geguckt. Ich habe die erste Folge geguckt auf ProSieben. Ich fand das großartig. Und dann saß ich da und sag, Alter, vergiss es. Weil ich werde es nicht schaffen, einmal die Woche das Ding zu machen, anzuschauen. Das ödert mich jetzt an. Die letzte Serie, für die ich das gemacht habe, war Buffy im Banne der Dämonen. Es war eine meiner Favorite und von meiner Frau eine unserer Favorite-Serien. Buffy the Vampire Slayer. Und dann habe ich Lost immer geguckt und irgendwann dachte ich mir, ja, wenn jetzt alles mal auf DVD da ist, gucke ich das. Und dann weiß ich nicht, ich habe es versäumt und ich steige irgendwann wieder ein. Ich gucke das, irgendwann binge ich das einfach mal auf Tour. Also wenn Tour wieder ist ja, geht ja wieder los jetzt im April, große ZEPT 25 Special Jubiläumstour. Dann binge ich mich durch ein paar so Serien, die ich wohl versäumt habe. Und aber wie cool, du kannst das dann alles für dein, weißt du, kannst dann sagen, ich muss das, ja, ich muss die ganze Nacht, weil ich muss das machen für meinen Beruf. Danke, das von dir zu hören, weil immer, wenn ich sowas sage, ey, ich sitze vorm Fernseher und ich weiß, ich hab Love Island programmiert und meine Tochter kommt rein, ich gucke und dann, das ist ja wie ein Softporno. Na, natürlich. Und dann kommt sie und sagt, Papa, echt? Du guckst Love Island? Und ich so, ja, nur aus Recherchezwecke. Und sie so, ist schon klar, Papa. Zwinker. Und dann geht sie. Und dann sitzt du da, nein, nein, ich muss das schauen. Das ist genauso wichtig wie die Tagesschau. Also, ja. Du hast den Bergdoktor komplett rausgelassen, oder habe ich es überlesen? Der Bergdoktor, weißt du, ja, ich kann, weißt du, was das Problem war? Dass ich natürlich, ich habe irgendwann gemerkt, das wurde ein,
Es wurde ein Mount Everest-Projekt. Ich habe Monate geschrieben und geschrieben und ich habe mir gemerkt, Freund, du musst auch mal strukturieren. Du kannst, wenn das jetzt irgendwann 500 Seiten sind, das kann keiner mehr lesen, weil du keine, du musst ja im Buch ja auch, das ist ja wie in einem Film, du musst schon auch eine Struktur haben und musst sagen, pass auf, hier geht's so rein. Und auch wenn es hier ja von A bis Z ist, trotzdem hast du ja einen Spannungsbogen. Und hab dann einen Schluss zu, zum Beispiel, glaube ich, die größte Cliffhanger-Geschichte, die ich, glaube ich, je erzählt habe, die mit Wetten, dass, wo ich Tom Cruise quasi vertrieben habe von der Wettpaten-Couch. Das hast du so gut. Ich kann es mir auf der Bühne so richtig gut vorstellen, wenn du das erzählst. Ja, das ist abgefahren. Also Cliffhanger jetzt, Freunde, wenn ihr das hören wollt, pass auf, ich mache den Cliffhanger mit einem Satz, so wie er im Buch steht. Wetten, dass ich es schaffe, Michael Mittermeier, bei Wetten, dass, und zwar wir reden von der damals noch alten Zeit, von vor also 15 Jahren, dass ich es schaffe, Tom Cruise von der Wettpaten-Couch zu vertreiben mit nur einem Witz. Und das war eine der abgefahrensten Geschichten, die ich je erlebt habe. Und das könnt ihr nachlesen in nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Z. Also du hast zum einen Jerry Lewis, das wusste ich, den hast du getroffen, der ja so eine Riesenbedeutung für dich hat. Und du hast auch Spock getroffen, das sind zwei so schöne Erlebnisse. Also das... Ja, ich muss auch sagen, das ist, wenn ich zurückblicke auf so die letzten 35 Jahre, gehört zu den wichtigsten, Glück sagt, Auftritten oder Momenten, so Dinge. Ja, weißt du, Jerry Lewis, der hat mich schon zum Lachen gebracht, da konnte ich die Texte noch gar nicht verstehen. Das war, glaube ich, der erste, der mich wirklich zum Lachen, als Kind, weil da muss kein Text, sein Gesicht, seine Bewegungen. Und das haben mir meine Eltern ja immer erzählt, dass ich, wenn Jerry Lewis Film im lief, ich habe den geguckt, das ist ganz kleiner Bub, vielleicht 4, auch 5 Jahre alt. Und dann bin ich durchs Haus gelaufen wie Jerry Lewis, habe die Bewegungen gemacht und dass ich dann den später treffen durfte, ich durfte eine Laudatio machen für ihn und dann hat er sich mich gewünscht fürs Jahr drauf als Host, als Gastgeber für eine Show zum 80. seinem 80. Geburtstag. Eigentlich wie ein Traum und auch da ist die sind ja so sehr schräge, lustige Dinge abgelaufen und eben dafür. Das ist toll, wenn man in einem Buch kannst du sowas einfach anders beschreiben, wie ich vorher gesagt habe, wie was auf der Bühne, Joke, Joke, schnell und bam, bam, bam. Und hier ist auch mal Raum und Platz, um ein paar Sachen zu erzählen, die ja, die ich auch so noch nie erzählt hatte. Also mir war es selber ganz komisch. Er sagt, dieser Auftritt vor Spock auf einer Star Trek Convention, der in meine Vorstellungen ging, sich mein Enterprise-Stand-Up anschaut, also habe ich eine Dreiviertelstunde über Enterprise gespielt und er saß in der ersten Reihe und ich dann spontan mein Programm übersetzen musste, weil er kein Deutsch versteht natürlich, das war abgefahren. Und ist auch wirklich, Leonard Nimoy ist einer der beeindruckendsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Der hat so eine, also ich habe den, weiß ich, habe mit der Hand geschüttelt, der hat mich sofort irgendwie, der geredet mit mir, der guckt dich an und der hat so eine Ausstrahlung. Und ich war so froh, weil Spock, ich war, also Star Trek, Scotty und Spock waren meine Faves. Und ey, wenn Spock ein Arschloch gewesen wäre, Freunde, das, boah, ja, stell dir vor, du hast einen Lieblingsschauspieler oder eine Lieblingsband, du lernst die kennen und dann ist es so ein Vollidiot, dass du nachher Scheiße, ich glaube, ich muss mir die neue Helene Fischer-Platte kaufen. Und ja, das muss schlimm sein, ja. Aber ist dir irgendwie nie so passiert auch, ne, oder? Mit meinen Helden ist mir das nie passiert. Und ja, da würde man jetzt sagen, wähle deine Helden weise, Menschenkind. Spür in dich hinein. Ich sag mal so, ich glaube, man spürt schon, also ob einer irgendwie... Weißt du, auch wenn jetzt eine Band, die eine gewisse Musik macht, die dich berührt, die dein Herz berührt, ist für mich schwer vorstellbar, dass ich dann den kennenlerne und es ist ein völliger Vollidiot. Natürlich gibt es mir irgendwie Rockbands, wo ich sage, ja, die machen ganz coole Mucke und der Typ ist halt voll Panne, weil er, außer ich schmeiß mal irgendwie die Minibar raus, sonst nicht gemacht hat oder nichts denkt in seinem Leben. Aber
Das ist ja wieder ein anderes Level. Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist dieses, wenn es wirklich dein Herz berührt, also es ist mir auch noch nicht passiert. Also dann, ich bin da noch nicht enttäuscht worden. Wenn ich was richtig gut finde, das muss irgendwie ein guter Mensch sein. Kann, also wenn ich weiß, jemand ist ein echt ein Arschloch menschlich, kann ich nicht mehr gut finden, was er macht. Also kenne ja diverse Menschen und das ist dann auch einfach, das kann ich nicht. Ich kann das nicht, das kann ich nicht trennen. Und ich habe einmal tatsächlicherweise, ich durfte mal Bill Murray kennenlernen. Und Bill Murray ist ja, glaube ich, einer der lustigsten Menschen auf diesem Planeten ever. Und es gibt eine Vorgeschichte, die habe ich in einem ganz anderen Buch mal erzählt, weil ich war, als ich in New York gelebt habe, das halbe Jahr, bei einer Open Mic Night, kam Bill Murray rein und ich saß noch oben und er kam und ich wusste, unten war dann der Open Mic, ich sollte da nachher spielen und dann bin ich hingegangen und sage, hello, Mr. Murray, I'm a young comedian and so, also den Ding und dachte so, boah, nimm all deinen Mut zusammen und dann und ich war, keine Ahnung, ich hatte ohne, das wäre jetzt ein bisschen cheesy, warum, aber ich war so, ich hatte gerade so einen richtig fucking Höhenflug und dachte, das kannst du jetzt machen, bold move, und normalerweise bin ich nicht so. Und dann, was macht der? Ich bin nach unten, wer ist nächster dran gewesen? Bill Murray kommt runter und wusste, der guckt sich das jetzt an. So, was mache ich? Komplett das Falsche. Ich hatte, wie gesagt, an dem Tag, das war ein Tag, da wo ich zu viel Selbstbewusstsein hatte. Und es war, ey, das war so ein scheiß Auftritt. War so Bullshit. Und das Ding ist, und ich sehe noch dieses Gesicht von diesem Mann, der sich, in diesem Gesicht hat sich wiedergespiegelt, echt jetzt, da kommt dieser Typ zu mir her, der sich echt traut, mich anzusprechen. Geh mal da runter und da macht er diese Scheiße auf der Bühne. F.U., weißt du so, das habe ich in seinem Sicht gelesen. Und ich dachte so, Oma, na ging der auch. Ich habe ja auch nichts mehr, bin nicht nachgelaufen, sag, hello, normally I'm very, also feel much better. So, und das Lustige ist, diese Geschichte hat irgendeiner gelesen, das war Tage bevor Bill Murray bei Markus Lanz war. Dann hat irgendeiner von denen gesagt, hey, der Mittermeier hat doch so eine, haben wir erzählt oder so. Und dann haben die mich angerufen, du, Bill Murray ist bei uns, willst du kommen? Und ich so, ja klar, so, und da bin ich dahin, natürlich hat er sich nicht an das erinnert, ist ja logisch, ist ja Quatsch, aber weißt du was, es war so abgefahren, mich stellen sie ihm vor, hello, Mr. Murray, Michael Mittermeier, I'm a comedian from Germany, und dann sagt er, yes, I know you from TV, und ich war so, was? Und ich stand so da, Moment mal, das ist jetzt gerade die falsche Richtung. Also ich muss zu Ihnen sagen, habe ich gesagt, I know you from everywhere. Und es war so lustig, weil der hatte tatsächlich, also ja, ein paar Leute hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass ich so einer der Comedians bin, die in Deutschland die Stand-up wirklich so in amerikanischer Form, dann das Narrativ, das ich eben auch in Amerika gemacht habe, und gibt ja ein paar Comedians, die das ja auch rumerzählen, auch Comedians, die einen Namen haben, mit denen ich dann ja auch zum Teil getourt bin oder Open Mics oder auch Mixed Nights gemacht habe. Es ist ja das Tolle, wenn du in New York im Comedy Cellar bist und du spielst mit, also für mich, lebenden Legenden. Weißt du, ich war vor 3 Jahren zum letzten Mal, da habe ich 3 Wochen im Comedy Cellar in New York gespielt und weißt du, ein Jeff Ross, mit dem ich ein paar Mal auf Festivals war, ist für mich einer der großartigsten Comedians der Zeit, der mit Dave Chappelle viel auf Tour ist, das ist ja der Roastmaster General. Und dann gibt es auch Leute, die ich kenne seit den 90ern, weil ich bin seit den 90ern viel, habe mir viel in New York Clubs angeguckt. Es gibt auch Comedians, die hier kaum jemand kennt, nur die so die Comedians kennen die, aber die Masse kennt die nicht. Ein Dave Attell zum Beispiel, mit dem Jeff Ross und du hat auch, es ist ein Held für mich. Und dann trittst du auf und dann spielt der nach dir und guckt sich dich ja auch an und kommt dann, hey, funny Boah. Stuff, man. Und bist so, okay. Und okay. Ja, es ist echt es ist schon groß. Das klingt sehr, sehr, das wie klingt gesagt, echt manchmal klasse. Manchmal wirkt es tatsächlich fast schon wieder, jetzt blase ich irgendwie einen Sack auf oder irgendwas, aber es ist so, nee, es nee. Ist einfach,
das sind die Erlebnisse, die mich seit 35 Jahren natürlich auch einfach immer wieder inspirieren, antreiben. Ich versuche ja, weißt du, das muss ja jeder selbst entscheiden. Ich versuche immer wieder, ein neues, gutes Programm zu machen, ein was anders zu machen. Oder jetzt so, weil selbst das Zept, dieses 25-Jahre-Special, nicht nur 1:1 hinzustellen, sondern das wird ein Crossover. Ich möchte es so haben, dass auch die Jungen, die Zept nie gesehen haben, genauso lachen wie die Alten. Und das ist dann mein Anspruch. Und das ist so, wie ich Comedy sehe. Und was ich ganz toll finde, dass in Deutschland, das muss man auch mal sagen, in den letzten einigen Jahren sich eine tolle neue Comedy-Szene entwickelt. So viele gute junge Leute, ich meine, das sind auch Leute, die gar nicht mehr so jung sind, weißt du, so, wo man sagt, aber die auch nicht so, weißt du, so, Thorsten Sträter ist ja mein Jahrgang, aber der ist ja noch nicht so lange unterwegs als Comedian. Und dann, den verehre ich sehr, weil der einfach großartig ist. Und bei den Frauen, es hat sich so viel, eine Hazel Brugger, ja, Schweizerin, aber deutschsprachig, Caroline Kebekus, wie sie alle heißen, es gibt, ich könnte dir jetzt auch viele aufzählen, weißt du, aus den kleineren Clubs oder in Berlin, vielleicht ein Aufruf, Leute, auch wo ihr auch seid, in welchem Sendegebiet, in allen Städten Deutschlands mittlerweile, findest in kleineren, mittleren, großen, gibt es Open-Mic-Szenen. In mancher Stadt nur eine Open-Mic. Geht dahin, da seht ihr die Comedians, die in 3 Jahren, was ist sie, Felix Lobrecht, der hat sich die Sporen verdient, jahrelang Open-Mics gemacht, gespielt. Und ganz viele, weißt du, so Leute, die da in seiner Truppe sind und Tané zum Beispiel, auch eine, die ich sehr schätze, die so lustig ist und so gut. Also das ist einfach, und da merkst du, wie die spielen so viel, weißt du, so, und es macht mir total Spaß, dass ich junge Leute, also für mich jung, weißt du, ich bin ja eine ganz andere Generation Und du bist halt auch so lange schon dabei. Ja, ich bin so einer der Dienstältesten eigentlich. Also ich glaube, Otto und ich wären so die... Oh Mann, das wäre wieder was für deine Tochter, Papa, du bist so alt. Aber soll ich dir... Pass auf, ich verrate dir ein Geheimnis. Ja. Ich habe Otto immer verehrt. Otto war für uns damals die Referenz. Und Otto hat ja auch immer wieder neue junge Leute geholt. Und als er dann Ice Age gemacht hat, den Sid synchronisiert, wo ich sage, by the way, eine der besten Synchros ever. Und es gab eine Zeit, wo meine Tochter ganz klein war, wo wir diese Ice Age Filme angeguckt haben. Und ich kann Kit ganz gut machen. Oh ja, hi Lilly, ich bin Kit. Meine Tochter, Lilly, von mir hat die sich nie irgendeine Jokes erzählen lassen, als sie klein war. Also ich musste den Sid machen. Ich habe geottot, als sie ganz klein war, und damit habe ich sie zum Lachen gebracht. Und das gibt es so nicht. Und ist es nicht schön? Und Otto hat mich schon lachen gemacht, ey. Ja, ich hab noch wie schön. Ich habe ja noch ein Ticket daheim. 1900, ich glaube, es ist 78, Stadthalle Mühldorf, Otto. Weiß er das? Er weiß, glaube ich, dass du so ein großer Fan von ihm bist. Ja, das weiß er. Wir haben sind uns vor vielen Jahren, wir sind uns nicht oft begegnet. Und er schätzt mich auch sehr, also, oder er hat mich angelogen bis jetzt. Ha! Nein, er weiß das, und ich liebe Otto, und das sage ich uneingeschränkt. Weißt du, das hat so ein, der hat uns Humor, so ein Anarchie-Humor gegeben, damals Ende der 70er. Und der hat sich auch so lange, guck mal, und heute noch, es ist auch so lange gehalten, und es ist einfach ein Riesentalent. Du, ja, mehr als Talent. Es ist einfach einer der größten Comedians hier ever. Also definitely. Ja, was mir noch eingefallen ist, das steht auch im Buch, das zeichnet dich eben auch aus, weil du definierst es mit, was dir Ehrgeiz bedeutet. Und dann sagst du, also Ehrgeiz für dich ist eigentlich immer nur, es so gut zu machen, wie du nur kannst. Das hat mich eben erinnert, wie du jetzt dein Programm wieder angehst. Und du warst nie so interessiert an dem Ruhm. Und das glaube ich dir sofort. Also das ist auch wirklich so. Sonst hättest du nicht am Höhepunkt deiner Karriere, wärst du da irgendwie verschwunden nach New York. Es war ein sehr blöder Karrieremove an einem Höhepunkt,
Weißt du, das war das Jahr, ich war gerade bei Rock im Park und Rock am Ring und hab da als Headliner mit Lenny Kravitz und Santana und Faithless quasi 60.000 Leute gerockt. Und an so einem Punkt zu sagen, nee, pass mal auf, ich höre jetzt mal ein Jahr auf. Ich gehe nach New York, da kennt mich keine Sau und ich möchte da leben und vielleicht mal irgendwo in ein paar kleinen Clubs auftreten. Ich rufe niemanden an. Ich möchte, dass es keiner weiß. Ich möchte keinen Credit haben von irgendjemand, dass einer sagt, ich bringe dich da rein. Das geht ja immer. Bei der Plattenfirma hätte ich anrufen können, du, könnt ihr mir ein paar Spots verschaffen und sagt, hey, der ist berühmt und so. Ich wollte spüren, wie ist das wirklich, wenn du nochmal bei minus 5 anfängst, weil das war ja minus 5, weil ich kann ja nicht mal die Sprache gescheit, es kennt mich keine Sau, es interessiert sich niemand. Und das Tolle war für mich natürlich, dass es funktioniert hat, weil wenn dann 10 Leute da saßen und gelacht haben, haben die gelacht, weil es lustig ist. Und niemand lacht länger als eine Minute über einen deutschen Akzent. Und in Comedy-Clubs wie den Comedy Cellar in New York, also wenn du nach einer Minute oder zwei nicht, also die Leute oben hast, war es halt dein letzter Auftritt. Oder du hast gerade, es gibt natürlich auch mal Momente, wenn gerade, also heute sitzen 50 Besoffene drin und es ist special, weil es ganz anders ist, hat man alles miterlebt. Aber es treibt mich, ich versuche mein Bestes und du, ob's dann klappt oder nicht, ich werde auch sehr viel beschimpft. Also vor den letzten 2 Jahren habe ich ja auch politisch diese, boah, die Impfgegner, die Rechten, die Faschos, boah, die Querdenker, ich habe die so an der Backe und dann kommen sie mit denen, hey, früher warst du mal lustig, weißt du, so, ich sag, ja, du auch, also, ja, ich meine, ja, was, ja, du, ich habe meine Fights mit denen geführt und ich bin aber auch, weißt du, selbst jetzt, ich habe vor einer Woche bei 7 Tage, 7 Köpfe eine sehr heftige Putin-Nummer, Anti-Putin-Nummer gemacht. Ich weiß, war hart, war heftig, nur, Entschuldigung, wenn es einer fucking verdient hat, dann ist es der Typ und ich bin auf meinen Kanälen wüst von einigen beschimpft worden, weißt du, so und so Beschimpfungen wie du treibst den Faschismus in Deutschland voran und ich so, ich glaube, wir haben 2 verschiedene Wahrnehmungen, also und das ist schon Wahnsinn, weißt du, so und ich kapiere das nicht, weil du bist so, das im Moment, weißt du, so. Wer ist noch böser wie ein Bond-Bösewicht? Putin. So. Wer ist im Moment, wer hat Blofeld wirklich, also den Platz streitig gemacht? Das ist fucking Putin. Und dann denkst du dir, da kann ja nichts passieren, wenn ich hier eine Nummer mache, wo er sagt, nein, 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 nein. Eigentlich da kommen nicht. Dann die Leute, die sagen, ja, ja, und außerdem, weißt du, bist du wahrscheinlich eh schon 10-mal geboostert und deswegen machst du so eine Nummer und du bist so, sag mal, reden wir jetzt übers Impfen? Geh doch spazieren, weißt du, so. Ich meine, es ist ja eh Wahnsinn, dass das Langweiligste, was ein Deutscher, was wir früher als Kinder hätten tun können, spazieren gehen. Wir hätten, ich in der Pubertät, meine Eltern haben gesagt, lass uns spazieren gehen. Fuck, nein. Doch, ich meine, spazieren gehen, das ist wie sterben, nur langsamer. Verstehst du? Und heute ist es Demo und Protest und ja, auch dafür werde ich jetzt wieder beschimpft von einigen. Und aber es ist gut so, weißt du, ich werde gern von der, ich sag mal, richtigen Seite beschimpft. Ja, dann machst du nämlich dann machst du was richtig und das, weißt du, und das, der Punkt ist, sie können mir ja nichts ab an, weil, wie ich immer sage, ihr kriegt mein Herz nicht dunkel. Das kriegt ihr nicht. Oh, wie schön. Das schafft ihr nicht. Da habe ich zu viel Gutes in meinem Leben, auch mit meiner Familie, aber auch mit dem, was ich selber denke, mache und oder was mein Glaube, mein Spirit ist. Und das, ihr könnt mir das nicht nehmen. Das ist sehr wichtig. Aber ich glaube, dass manche schon, und das ist so, also diesen Satz werde ich mir einfach auch behalten, ihr kriegt mich nicht dunkel, weil, und das ist so wichtig, weil ich glaube, es gibt auch schon Menschen, die verzweifeln schon daran, weißt du? Also die werden langsam dunkel. Aufgrund dieser ganzen Verschwörungstheorien. Aber auch das muss man wahrscheinlich wieder mit Humor sehen, oder? Also ich meine, diese Verschwörungstheorien, was ist denn das Skurrilste, was du gehört hast an Verschwörungstheorien? Also ich hatte einen Dialog auf so einer mit so einem
Verschwörungsheinz in München auf so einer, wo sie halt standen, ihre Demo, und wir standen, und dann kam so dieses, darf sie nicht impfen lassen. Da sage ich, ja, warum denn nicht? Da wirst du gechippt. Sag, okay. Ja, und dann, und das ist ein Originalzitat, ich habe das, das war aber mein letztes Buch, da habe ich wirklich aufgeschrieben mir nachher, weil das kannst du nicht erfinden. Der sagte dann zu mir, ja, und dann wird unser Ego quasi per Nanotechnologie in die Cloud hochgeladen. Und dann gucke ich den so an und sage so, Entschuldigung, aber ich glaube, ich kenne einige Egos, die werden da ein Speicherplatzproblem bekommen. Und dann guckte der so und hat irgendwie, ja, dann wurde ich halt beschimpft wieder, dann heißt es halt, du Vollidiot, und klar, du hast ja keine Ahnung. Ja, ja, ja. Und da wird es ganz journalistisch, du Arschloch, Schlafschaf, Depp, Vollidiot. Und aber mach doch mal lustige Verschwörungstheorien. Pass mal auf, ich habe eine gute. Ich glaube, die Queen, die ist sogar 95 jetzt geworden, ne? Oder wird so 95. Ja. So. Der hat jetzt Corona, da siehst du nichts. Also ich hatte auch gerade Corona, das war echt nicht schön. Also ich bin die Hälfte so alt, also ein bisschen über die Hälfte, aber mich hat es echt trotz Booster und allem, das war, also die Jungen würden sagen, das war nicht nice. Kämpfe noch ein bisschen mit den Folgen. Die Queen, habe ich jetzt im Fernsehen gesehen, nichts. Die steht da, hallo, Hände schütteln, ich bin die Queen, bin 95, hatte Corona. Wahrscheinlich, wenn ich der Queen begegnen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, was hast du denn gehabt? Ich so, Omikron, ach du Loser, du. Ich hatte fucking Delta, weißt du, Chuck Norris, Alter. Ich glaube ja, die Queen wird nicht sterben. Ach, die wird nie sterben. So, und dann kommt noch eine Theorie, die Queen, also Prinz Charles, buckle up, du wirst kein König. Also, wander halt aus, du wirst es nicht, die stirbt nicht, aus. Du bist vorher tot. Es ist einfach so. Geh weg. Mach dir keine Hoffnung. Ist alles gut. Weißt du, das ist so wie, ja, aber er wirkt so ein bisschen, weißt du, wie bei der Schlacht von Helms Klamm, bei Herr der Ringe, nur halt ohne die Hilfe, die dann kommt mit Gandalf. Weißt du, so, nein, no fucking way. So, pass auf. Die Queen wird nicht sterben und sie wird heiraten. Und weißt du, wen sie heiratet? Sie heiratet Keith Richards. Weil das ja auch die Story ist. Der wird nie sterben. Nach einem Atomkrieg bleibt Keith Richards übrig. Das heißt, die zwei heiraten und dann regieren die bis ans Ende unserer aller Tage. Das ist meine Verschwörungstheorie. Vielleicht kriegen die auch Kinder. Wenn sie das noch hinkriegt, dann habe ich Ehrfurcht. Also das ist wirklich scary shit. Aber sie hat, die Queen, hat ja vor 2 Wochen ein Hundeparfum herausgegeben. Ja, ja, das ist so unglaublich. Nicht schlecht, oder? Ich dachte, das wäre ein Witz. Das ist wirklich so, ja. Das heißt Küstenspaziergang. Das ist kein Scheiß, ist wirklich wahr. Coastal Walk. Und ich habe mich darüber auch, das war bei 7 Tage, da hab ich mich drüber lustig gemacht. Da sag ich, für Hunde im Parfüm, was schnüffeln denn Hunde, wenn die aneinander riechen? Die riechen sich am Hintern. Das heißt, eigentlich bräuchtest du ja dann so, also ein Parfüm, das heißt Kiss My Ass by Queen. Und pass auf. Zu meiner Verschwörungstheorie, dass die Queen nicht stirbt, passt dann auch das Lied von Queen. Who wants to live forever? Queen. Die Queen. Alles passt zusammen. Es gehört alles zusammen. Ja, alles. Hey, Freunde, ich bin doch... Ja. Ey, du bist wirklich... Ja. Du bist der... Ja. Ach, Michel. Michel, wie du ja gerne genannt wirst. Ich könnte mit dir... Das war auch noch Michel aus Lönneberger, ja? Also das war auch noch ein ganz... ich liebe ja Michel auch. Also, und du wirst auch deshalb so gerne Michel genannt, weil du ja eigentlich ein Michel aus Bayern bist, ne? Naja, ich finde, da ich Michel aus Lönneberger, diese alte Kinderserie, so gerne mochte, war, als so die ersten anfingen, Michel zu sagen, ich mochte das immer. Und... Wenngleich, wenn man das heute, also, weißt du, wenn heute einer sagt, pass auf, wir machen eine Kinderserie und immer, wenn der Junge ungezogen war, dann will sein Vater ihn schlagen und verfolgt ihn und dann sperrt er ihn in einen Holzschuppen für einen ganzen Tag. Es ist so, ey Freunde, das kannst du nicht machen, das ist so. Und für uns war das damals so, gut, die Frage ist, wer hat sich gegen wen eingesperrt? Aber, weißt du, heute würde halt die Supernanny kommen. Und sagt, Michel, geh mal auf die stille Treppe. Sagt sie, ey, ganz ehrlich, Bitch, ich habe hier einen Schuppen,
Da bin ich drin, ich brauche keine stille Treppe. So, und also insofern. Sag mal, du hast doch auch von Pippi Langstrumpf noch, ne? Ist ja auch im Thema im Buch. Wie war die, wie hast du die als, weil du hast ja geschwärmt für Pippi. Aber war das, wie ist das, wie nimmt man das als Junge wahr? Hast du die als Mädchen wahrgenommen? Also war das ein Mädchen, für das man schwärmen konnte? Also bei uns Jungs, bei mir war es wohl mehr, war jetzt nicht die Liebelei, sondern das, klar, die hat so viel Kraft gehabt, die war so cool. Geile Sprüche. Ey, und eigentlich konnte sich all ihre Freunde aussuchen und hat die zwei Spacken aus der Nachbarschaft. Ich meine, niemand von uns hätte Tommy und Annika, die zwei. Ich meine, das ist ja wirklich, weißt du, Philipp Amthors Geschwister, also Philipp Amthor alive. Also nein, aber nee, Pippi war, und da schlage ich auch den Bogen dann zu heute im Buch, dass auf eine Art und Weise, weißt du, Pippi war eine unabhängige junge Frau, die alleine ihr Ding gemacht hat. Die war ihrer Zeit eigentlich weit voraus damals. Waren das 70er Jahre Kinderfernsehen. Und bei meinem Vergleich damals zum Beispiel sowas wie Fünf Freunde, das Frauenbild von Fünf Freunde. Anne wascht ab und die anderen erleben die Abenteuer. Weißt du so, darf ich euch was zu essen machen? Ja, wir haben Hunger, aber wir sind Detektive. Auch für den Hund vielleicht noch einen Napf. Ja, komm, stell's hin, Anne. Und jetzt spüle ich aber ab, weil ihr seid ja alles viel mehr die Abenteurer. Boah, Zwinker, Zwinker. Das ist ungefähr auf dem Level von Fast and Furious Teil 1 bis 7. Also so vom Frauenbild her. Und Pippi war auf eine Art und Weise die Greta unserer Kindheit, weil sie auch freitags nicht in die Schule gegangen, das ist das eine. Aber eins muss man auch sagen, Pippi war nicht so ein Weichei, nur freitags for Future, sondern ganze Woche for Future. Also die ist die ganze Woche daheim geblieben. Und ich glaube, ewig wird mir dieser Satz hängen bleiben, sich gefragt wurde, so ab, eben Mrs. Amthor und Mr. Amthor, die beiden Nachbarskinder, wie dann Annika sagte, aber Pippi, Mathe ist doch wichtig. Und dann sagt Pippi Langstrumpf, ach, wer braucht schon Plutimikation? Und ich finde, in diesem Satz ist alles drin. Also und Pippi hätte uns nach Takatukaland mitnehmen können und insofern, aber wenn du sowas siehst, so wie Pippi Langstrumpf, und dann guckst du dir heute Germany's Next Topmodel an, denkst dir, Freunde, wirklich? Also gib mal all den Mädels, die da sind, so eine DVD-Box Pippi Langstrumpf. Ich glaube, es würde anders ausgehen. Also, aber da ist doch jetzt, ich habe noch nicht reingeschaut in die neue Staffel, aber angeblich ist es doch jetzt alles Diversity. Ja, ja, da sitzt meine 14-jährige Tochter davor, weil ich kommentiere nicht mehr, das macht alles Lilly. Sitzt davor und sagt so, echt jetzt Diversity, nur weil hier alte, junge, schwarze, braune und Lesbe, Transit-Ding und so, das ist doch nur ein Gimmick, damit man die Quoten hochtreibt. Die sieht das, weißt du so. Und ich meine, komm, das ist ja nicht wirklich gemacht dafür, um den Mädels was Gutes zu tun. Die lassen die einfach voll ins Messer laufen. Aber wie meine Tochter, ich zitiere dann Lede, sagt er, selber schuld. Weil ich sage, ja, komm jetzt ein bisschen Mitleid. Dann sage ich, Papa, die ist 21, ich bin 14. Also Entschuldigung, die weiß, was sie tut. Ich bin noch 14. Ich Pubertät. Ja, ist eigentlich recht. Und sie hat, ich glaube, das habe ich sogar im Buch aufgeschrieben, einen von diesen super Kommentaren, wo sie dann irgendwie, eine von denen hat wieder Drama gemacht und sie so, oh mein Gott, diese Drama-Queen. Und dann, oh mein Gott, ich habe kein Foto, und weint und minutenlang. Und dann sagt sie irgendwann, hey, kannst du endlich mal aufhören zu weinen? Du verlässt nur eine Villa, du stirbst nicht, Alte. Weißt du, oder ist der Satz meiner Tochter, ich dürfte das nicht sagen. Und die bringt es auf den Punkt. Ich meine, das ist so, wenn das dein Leben ist, weil du wirklich, und das viele von denen, das ist ja das Traurige, haben nur diesen einen Schuss, in Anführungszeichen. Gut, manche von denen gehen dann sieht man dann bei Adam und Eva gestrandet im Paradies oder bei Sommerhaus der Stars. Sommerhaus der Stars und dann Dschungelcamp oder es geht ja alle so, ja, Bad Bank von RTL. Das, was mir als erstes eingefallen ist, Dschungelcamp ist die Bad Bank von RTL. Alles, was toxisch ist,
schon vorbei ist, oh, vergiss es, nee, ist nicht mehr wert, komm, alles in die Bad Bank. Und ja, ja. Aber weißt du, was auch jetzt, also dieses Synapsen-Mikado, da ist mir auch eine, weil es ist lustig, aber auch ernst, da gab es einmal eine Folge, da sagst du, weil deine Tochter geht auf eine englische Schule, ne? Also sie ging auch schon auf den Kindergarten, das war jetzt nichts Elitäres, sie hat keinen anderen Kindergarten gehabt. Und dann sagst du, ja, macht ihr euch auch manchmal so lustig über andere Nationalitäten? Und dann fragt sie dich so ganz, ja, wieso? Und dann sagst du, na ja, was die essen. Du versuchst es so zu erklären und dann sagt sie diesen Satz, wieso, die können doch leben, wie sie wollen. Ja, sie hatte, der erste Satz war damals, weil es ging, da ging es um, gerade wieder in Deutschland war wieder irgendwie die AfD mit Sprüchen unterwegs und es ging um die Immigranten und Ausländer und bla und bli und wie schlimm sind. Und dann hat sie uns gefragt, Mama, Papa, was ist denn eigentlich ein Ausländer? Was sind denn eigentlich Ausländer? Heute, wenn wir innen sagen. Und es war so, weil sie gesagt hat, für mich sind das das sind halt Leute aus verschiedenen Ländern. Sie sagt, ja, für mich sind die alle, also weil die hat Freunde, keine Ahnung, aus Bayern, Holland, England, hat eine koreanische Freundin gehabt. Und eine ihrer beste Freundin, die leider jetzt weggezogen ist, ist eine Iranerin. Und es ist so, wenn die beiden über die Welt geredet haben, das ist anders. Also, ja. Ja. Mhm. Aber wie schön, da siehst du wieder, wie wichtig das ist, es ist ja auch meist der Fremdenhass ist ja dort, das ist ja das alte Lied, am größten, wo es gar keine Fremden gibt. Also, wenn man mit verschiedenen Nationalitäten zusammenlebt, also ich weiß, was das bedeutet. Ich bin geboren in Offenbach und ich lebe noch in Offenbach. Ich glaube, mit den meisten Kulturen, dann bist du anders. Und dann sind auch die Kinder anders. Glaube ich auch. Und Offenbach ist das, ist noch nicht offiziell, aber ich werde in Offenbach das Anfang Mai das ZEPT-Programm aufzeichnen, wahrscheinlich im Kapitol. Nein, ja. Im Kapitol! Juhu! Yeah. Das ist so schön! Ist noch nicht draußen, das ist ja immer so, man muss ja immer so lange warten im Moment und man will nicht nochmal verschieben. Wir haben es jetzt schon zum zweiten Mal verschoben, intern festgelegte Termine. Also, I hope so. Also, Daumen halten und das wäre sehr geil, weil da habe ich ja schon wild aufgezeichnet und das ist so ein geiler, ist wirklich ein geiler Raum, ist so ein tolles Theater. Also wer da noch nicht drin war. Ehemalige Synagoge war das ja mal früher. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, ja, siehst du? Ja, ja. Ja, ja. Also das ist, hat auch noch eine, also wirklich auch eine geschichtliche Bedeutung und ist ein wunderschönes, wunderschönes Theater zum Spielen. Und wenn da die Aufzeichnung von diesem, also ich meine, nach dem Buch habe ich hohe Erwartungen, Michael. Okay, ne? Dann bin ich jetzt, okay, dann mache ich noch eine Folge und dann gehe ich jetzt wieder Fernsehen gucken. Danke, dass Sie bei unserem Gespräch mit dabei waren. Informationen zu meinen Gästen, heute natürlich zu Michael Mittermeier unter Silvia am Sonntag. Da können Sie auch gleich den Podcast abonnieren, das würde mich freuen. Wir hören uns auf alle Fälle wieder im Radio, immer sonntags zwischen 9 und 12 oder im Podcast.